Wir das Gerede und wir das Gerede am Nachmittag. Mir war es nur mal, glaube ich, nicht das letzte Gespräch, was wir gehabt haben. Nein, ich denke doch nicht. Das ist nur mein Gedanke. Also, ich habe da jetzt schon drauf gedrückt, du kannst anfangen. Was war denn, oder? Ja. Und jetzt immer darüber, das ist das Bild. Ja. So, damit man mein Knie los hat. Also. Kann ich mal sagen, das ich fange nochmal an der Stelle an, die ich eben hatte, weil das irgendwie das, was danach kommt, darauf aufbaut. Krass. Irgendwas in mir beginnt zu kribbeln und ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper. Das habe ich meist, wenn etwas der Wahrheit entspricht. Sie bemerkt dies und fragt mich, geht es dir denn gut? Und ich antworte blitzschnell, ja, erzähl bitte weiter, es ist unglaublich interessant. Gut, sagt sie lächelnd. Und dreht sich wieder zur Sonne. Ihr Menschen müsst verstehen lernen, dass es keine Trennung gibt. Nirgendwo. Weder durch Berufe, noch durch Gehälter, Religionen oder sonst irgendetwas. Und es gibt eben auch keine Trennung von oder zu Gott. Das ist alles Illusion, die euch vor allem von einem wichtigsten Part eures Lebens kappt. Die Verbindung zum kosmischen Strom. Ihr nennt diese Verbindung auch die Verbindung nach oben. Diese Verbindung verbindet alle Lebewesen, alle Pflanzen, alle Planeten und euch selbst, mit eurem höheren Selbst. Alles ist miteinander verbunden, da alles aus der gleichen Substanz besteht. Euch wurde vermittelt, dass diese Substanz Gott ist. Leider wurdet ihr aber auch durch diese Erschaffung, dieses bildlichen Übermenschen von Gott getrennt, und daher von dieser alles verbindenden Substanz und somit von euch selbst. Denn Gott ist diese Substanz und diese Substanz seid ihr. Sie ist in jeder eurer Zellen. Ja, auch in jeder deiner Zellen. Es kribbelt immer stärker in mir und ich bekomme noch mehr Gänsehaut. Gleichzeitig fühle ich ein vertrautes Gefühl in mir. Dieses Gefühl sagt mir, dass ich dieses Wissen kenne. Ein anderer Gedanke meldet sich in mir, und zwar, dass bewusste Menschen sehr oft schreiben oder sagen, dass ihre neue Religion Liebe sei. Ich blicke zu ihr und will sie neugierig nach ihrer Meinung dazu fragen, doch anscheinend hat sie meinen Gedanken schon gehört und antwortet, ohne dass ich etwas gesagt habe. Ja, es gibt diese Menschen, die meinen, Liebe sei ihre neue Religion. Das ist ein sehr guter Ansatz. Jedoch haben sie es noch nicht völlig verstanden, was sie hier sagen. Jedenfalls nicht alle von ihnen. Das hängt damit zusammen, dass einerseits von der Kirche und andererseits durch die Erziehung unendlich viele Glaubensmuster weitergegeben werden, die rein gar nichts mit echter, vollkommener Liebe zu tun haben. Solange jeder einzelne dieser Menschen nicht weiß, was echte, vollkommene Liebe ist, solange kann er diese ja auch nicht fühlen. Und dadurch weiß er gar nicht, was er da sagt. Das macht mich nachdenklich, denn ich dachte ja auch schon verstanden zu haben, was Lieben heißt. Anscheinend darf ich auch hier noch etwas erkennen und anders fühlen lernen. Irgendwie aufregend. Ich liebe es, Neues zu erfahren und frage sie gleich, was ist denn Liebe? Wie würdest du sie beschreiben? Liebe, sagt sie, ist etwas, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass es die reinste, feinste und höchste Schwingung ist, die existiert, antwortet sie. Ja, das Problem kenne ich. Es ist schon schwer, sowas zu erklären, wenn so viele Menschen so viele verschiedene Definitionen irgendwelcher Worte haben, dass meist niemand in der Lage ist, den anderen zu verstehen. Es sei denn, er strengt sich an und es interessiert ihn wirklich. Das ist schon schlimm genug bei Begriffen, die sich relativ leicht deuten lassen, weil man etwas kurz zeigt und dann kommt ein Aha-Erlebnis. Aber bei abstrakten Worten wie Liebe oder Respekt oder Demut, da kann das dann richtig frustrierend werden. Und da ich mich da nicht ausnehme, frage ich lieber auch hier gleich mal nach, ob ich dich richtig verstehe. Könnte man das, was du in deinen Worten so ausdrückst, in anderen Worten auch so umschreiben, dass die Liebe so etwas wie ein alles begründender Urzustand ist, aus dem heraus sich alles entwickelt und eine Form durchläuft und dann wieder in den Urzustand zurückfallen und dadurch wieder eins um dann wieder in den Urzustand zurückzufallen und dadurch wieder eins und verbunden mit allem zu sein.
dann wird das Ganze für mich bildlicher, vorstellbarer. Irgendwie muss ich es mir ja vorstellen können. Also ist gar nicht mal so ein schlechtes Bild für Leute, denen es leichter fällt, Dinge bildlich zu greifen und begreifen. Ich muss da kurz unterbrechen, weil bildlich haut es mir da gerade voll umeinander. Zeitweise fühle ich mich so gut aufgehoben und du hast alles gut erklärt und dann fährst du wieder total, also echt spannend geschrieben. Original. Das ist so, wie ich normalerweise nachdenke, ist das Buch geschrieben. Ja, von Hölzchen auf Stöckchen. Ist voll von da und von da und manchmal fühlst du dich komfortabler mit dem, was halt gerade ist und manchmal nicht. Und es ist, also es, mir pickt es richtig auf der Seele. Das ist gar nicht mal so schlecht für das ist gar nicht mal so ein schlechtes Bild für Leute, denen es leichter fällt, Dinge bildlich zu greifen und begreifen. Vor allem zeigt dieses Bild etwas völlig anderes, als was auf der Erde gemeinhin als Liebe verstanden wird. Damit kommen wir zum nächsten Punkt und der ist, was genau die Menschen auf der Erde fälschlicherweise für Liebe halten. Sie schaut mich an und ich genieße kurz einfach ihren Blick. Selbst ihre Blicke sorgen dafür, dass ich mich immer besser und wohler fühle und beobachten kann, wie mein Energielevel fühlbar immer weiter steigt. Ich genieße den Zustand. Ich signalisiere ihr, dass ich gern mehr hören möchte. Was mir als erstes aufgefallen ist, was ihr Menschen mit Liebe verbindet, sind materielle Dinge in der Farbe Rot. Doch Liebe ist weder materiell noch nur die Farbe Rot. Ich sehe sie erstaunt an während sie spricht. Die Menschen müssen verstehen, dass alles Frequenz ist und daher auch Farben. Und sie sollten auch Wissen über Chakren haben, denn dann würden sie verstehen, dass die Farbe Rot dieselbe Frequenz hat wie das Wurzelchakra, das beim Schambein und beim Steißbein aktiv ist. Diese Frequenz, noch sagen muss überhaupt. Diese Frequenz beinhaltet alles, was mit Wurzeln zu tun hat. Also Sicherheit im Allgemeinen, Geborgenheit, Zuversicht, Urvertrauen und existenzielle wie finanzielle Sicherheit. All dies ist wichtig und auch die Basis, um echte vollkommene Liebe wahrnehmen zu können. Jedoch ist diese Frequenz nur ein kleiner Teil von dem, was echte vollkommene Liebe ist. Echte vollkommene Liebe wirkt über alle Chakren und noch viel weiter. Stell dir doch einmal vor, Liebe wäre nicht rot, sondern orange, rosa, gelb oder grün. Für sehr visuell veranlagte Menschen ist es einfach nur ein Hinweis, dass eben viel mehr dazugehört als nur rot. Wenn alle Farben sich an einem Punkt treffen, welche Farbe ergibt sich dann? Braun. Weiß, antworte ich. Genau, sagt sie. Und wie fühlt sich weiß für dich an? Rein, edel, unbeschmutzt, voller Möglichkeiten. Es erinnert mich an die weiße Leinwand, auf der sich jedes beliebige Bild malen lässt. Wieder so etwas wie ein Urzustand. Und ich verbinde weiß auch mit Ruhe und Frieden. Anscheinend nicht nur ich, denn weiß ist die Farbe der Friedensflagge. Die Assoziation muss vorher schon jemand anders gesehen haben. Aber weißt du, was mir auch auffällt? Ich mag es, wenn mich Leute überraschen können. Ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwas von wegen, ihr habt gelernt, das Besitzdenken als Liebe zu bezeichnen oder umgekehrt. Und dann kommst du mit roter Materie. Das gefällt mir. Man lernt nie aus. Ich verliebe mich in ihre Grübchen, als sie lächelt. Doch sie weicht meinem Blick nicht aus, zeigt keine Spur von Verlegenheit. Sie nimmt sich eine Beere aus dem Korb und steckt sie andächtig in den Mund. Sichtlich genießt sie mit geschlossenen Augen, lässt sich die Sonne ins Gesicht strahlen. Weißt du, sagt sie dann und schaut mich unvermittelt wieder an, das mit dem Besitzdenken kommt ebenso aus dem Wurzelchakra, nur dass dabei Angst eine Rolle spielt. Denn wer versucht, jemanden oder etwas zu besitzen, hat Angst, ihn oder es zu verlieren. Das bedeutet nicht, dass man nichts haben darf, nur die Gefühle dazu sind anders. Wenn man zuversichtlich ist, und wenn Angst keine Rolle spielt, dann fühlt sich das Zeit miteinander verbringen um ein Vielfaches freier an. Sie isst noch eine Beere und spricht dann weiter. Und wo Freiheit ist, ist kein Druck. Tatsächlich ist es so, dass das, was die Menschen mit Druck besitzen möchten, eher aus ihrem Leben verschwindet, als das, was in Freiheit geliebt wird. Ich lasse ihre Worte ein wenig nachhallen, wie viel Sinn das alles ergibt. Über wie viele Dinge haben wir in der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft schon geredet? Über die ich habe genau das Gleiche gedacht. Bei mir geht gerade voll der Film ab. Bei mir auch nämlich. Ja, das ist ja auch, dafür ist das ja da. Ja. Ich lasse ihre Worte ein wenig nachhallen. Wie viel Sinn das alles einfach ergibt.
Über wie viele Dinge haben wir in der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft, wir sind auf Seite 32, schon darüber geredet, über die ich noch nie zuvor nachgedacht habe. Über die ich auch gar nicht nachdenken konnte, weil mir die Denkanstöße fehlten, die sie mir gerade gegeben hat. Und ich habe den Eindruck, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Was um Himmels Willen habe ich in meinem Leben noch so alles übersehen. Dann habe ich das Bedürfnis, meine Gedanken auszusprechen. Ja, du hast recht. Wer nichts besitzt, kann nichts verlieren. Was aber nicht bedeutet, dass er nichts zur Verfügung hat. Wenn man es sich mal aus dieser Perspektive anschaut, ist es regelrecht widersinnig, irgendwelchen Besitz anzuhäufen, den nicht zu verlieren, dann so wichtig wird, dass man Angst bekommt, es nicht zu schaffen. Also wird man gierig und verliert völlig den Verstand und vor allem den Fokus auf alles andere. Und wenn dann der Besitz gleichgesetzt wird mit Anerkennung, dann werden auf einmal andere Menschen zu Besitzgütern. So kam es wahrscheinlich dazu, dass es Sklaven und Herren gibt, weil man in dieser Anerkennungssucht dann völlig abhängig vom anderen ist, die einem diese Anerkennung dann ja geben müssen. Und in dieser Abhängigkeit sind dann immer alle gleichermaßen verstrickt. Alle von irgendwem abhängig. Auf diese Weise wird man nie in Symbiose leben können, wie alle anderen Lebewesen um uns herum. Ich habe Symbiose als das Gegenteil von Abhängigkeit kennengelernt. Es ist ein Unterschied, von irgendwem im Speziellen abhängig zu sein, der dann immer auch das Potenzial hat, die größte Enttäuschung eines Lebens zu werden, oder auf das Wohlwollen eines ganzen Umfeldes vertrauen zu können. Man verhält sich dann auch automatisch anders, richtig? Ja, sagt sie, ich stimme dir vollkommen zu. Das sind wirklich gute Erkenntnisse und Lebensweisen. Was fällt dir denn noch ein, wenn du gleichzeitig an Liebe und Freiheit denkst? Ich brauche diesmal nicht groß nachzudenken, bevor es regelrecht aus mir heraussprudelt. Zuerst einmal, dass die Liebe Freiheit braucht, weil sie in unserer Welt wie gefangen ist. Wie viel Liebe darf nicht sein oder ist gar verboten aus moralischen oder gesetzlichen Gründen, denen allen völlig egal erscheint, dass die Liebe dahin fällt, wo sie hin will. Wie selbst der Blindeste erkennen kann und muss. Wie viel Liebe kann nicht erfahren werden, weil so wenige Leute Dinge tun, die sie lieben, während sie auf der Arbeit oder wo sonst wem gehorchen, irgendwas anderes zu tun. Meist etwas, das sie tun müssen, weil sie sonst kein Geld bekommen. Und dann wundern die Menschen sich, dass ihre Welt so lieblos ist. Wo ist da der Sinn? Einstein hat mal von 95% ungenutztem Denkpotenzial gesprochen. Aber ich habe den Eindruck, dass der Mensch auch nur 5% seines Liebespotenzials zurückgreift. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche anderen Potenziale auch wie in Ketten liegen, ungenutzt wie brachliegendes Ackerland. Wir lassen uns an allen möglichen Stellen aus den unterschiedlichsten Gründen verbieten, Dinge zu tun, die wir zu tun lieben würden, wenn wir sie nur täten. Dinge, die uns glücklich machen würden, wenn wir sie nur täten. Und die wir, wenn wir sie nur täten, mit Begeisterung und Lust und Freude tun könnten. Da fehlt es an Freiheit genauso wie an Liebe. Es fehlt an der Liebe, weil es an der Freiheit fehlt. Und es fehlt an Freiheit, weil es an der Liebe fehlt. Freiheit und Liebe scheinen demnach in enger Verbindung miteinander zu stehen. Und wenn ich mich frage, wieso wir so einen Blödsinn denn überhaupt mitmachen, dann komme ich auf denselben Punkt. Wir sind so unfrei, weil wir so lieblos sind. Und wir sind so lieblos mit allem, weil wir es einfach nicht besser wissen, also nicht frei sind. Nicht unterrichtet in anderem als gesellschaftlich vorgegebenem Umgang mit allem Möglichen. Dabei fällt mir dann automatisch das Nächste ein. Ein Mangel an Selbstliebe. Ist das die Antwort? Machen wir besagten Blödsinn einfach nur deswegen mit, weil wir uns selbst nicht lieben können, weil wir das Lieben nie wirklich frei praktizieren können und deswegen die Freiheit nicht mehr haben oder kennen, es anders zu machen? Das ist ein Teufelskreis, oder? Es gibt immer eine Frage der Bedingungen. Es ist immer eine Frage der Bedingungen, oder? Durch unsere Bedingungen machen wir uns das Leben so schwer, oder? Es gibt nichts Bedingungsloses. Alles in unserer Welt ist an Bedingungen geknüpft. Und so dann auch die Liebe. Weil wir mit der Liebe nicht anders umgehen können als mit allem anderen. Weil wir uns ja immer nur so verhalten können, wie wir es gelernt haben. Und so auch mit uns selbst. Also versuchen wir uns selbst zu beherrschen und damit auch andere. So kommt es zu diesem Besitzdenken. Durch das wir die Liebe gar nicht als solche mehr wahrnehmen können. Weil wir ja denken, Liebe müsse man sich verdienen. Oder dass sie auch nur an erlaubter Stelle genossen werden darf. Und durch die Bemühungen der Kirche ist es zu einer Verhaltensweise gekommen, die in der Selbstkasteiung einen höheren Stellenwert
Nein, es ist zu einer Verhaltensweise gekommen, in der Selbstkasteiung einen höheren Stellenwert hat als die Selbstbeweihräucherung. Was im Extrem beides schädlich ist, aber eben auch einen Mittelweg bietet, den man gehen könnte. Und all das würde sich dann quasi in Luft auflösen. Luft und Liebe. Wenn die Liebe selbst wieder einen höheren Stellenwert bildet, einen höchsten, als Summe aller anderen Stellenwerte, die, egal welchen Wert sie haben, darin aber alle gleichwertig sind. Meine Güte, was für ein wirres Gerede am Nachmittag. Aber es ergibt gerade jedes Wort davon Sinn für mich. Ich sehe es in einer Klarheit vor mir, dass ich es sogar beschreiben kann. Aber man kann und will kaum glauben, dass es so simpel ist. Wenn ich das den Leuten in meiner Welt erzähle, werde ich komisch angeguckt und verständnislos belächelt. Das passt nicht ins Denkkonzept der meisten. Die meisten sind... Die meisten sind genau andersrum gepolt. Meine Erkenntnis gerade passt in keins ihrer Denkkonzepte. Sie würden es, glaube ich, nicht verstehen können. Auf der anderen Seite kann mir das gerade egal sein. Fürs Erste bin ich froh und dankbar, dass ich es gerade sehen kann. Ich schaue sie fragend an. Verstehst du, was ich meine? Jetzt sieht sie mich mit großen staunenden Augen an und sagt, ja, ich verstehe sehr deutlich, was du meinst. Hier bei uns gibt es ja weder Besitzdenken noch Selbstkasteiung. Was mich ja noch gerade erstaunt ist, wie bewusst du dir über all das bist. Wir lächeln uns an und freuen uns darüber. Dann spricht sie weiter. Ich habe gerade einen Gedanken bekommen und ich denke, er könnte interessant und wichtig für dich sein. Neugierig blicke ich sie an und warte, was sie sagt. Ah ja, danke. Das war genau das Richtige. Dankeschön. Ich habe ja schon erwähnt, sagt sie, dass diese Institution Kirche euch viel mehr hinters Licht als zum Licht geführt hat. Institution. Und so auch durch die Selbstkasteiung und durch die Enthaltsamkeit auf sexueller Ebene. Dann haben sie euch immer wieder von einem heiligen Gral erzählt, der nur Auserwählten zugänglich ist. Das ist jedoch alles Irrsinn, denn worum es wirklich geht, ist die Sexualkraft in euch. Eure Sexualkraft ist Schöpfungskraft, die alles erschaffen kann und die, wie du weißt, auch neues Leben in die Welt bringen kann. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt richtig interessant wird und ich lausche gebannt ihren Worten. Sexualität ist ja in unserer Welt völlig aus den Bahnen geraten, wobei ich gerade nicht weiß, ob es gerade um Sexualität geht. Ich höre ihr weiter zu. Das bedeutet, durch die Enthaltsamkeit wurde diese wundervolle Kraft auf Low Level gebracht, also auf ein ziemlich niedriges Niveau. Da niemandem beigebracht wurde, wie man diese Kraft von innen heraus auf einem hohen Level hält, bleibt sie bei vielen eben unten. Und dies hat zur Folge, dass Wünsche sich nicht realisieren können. Es braucht ein gewisses Maß an Kraft und Energie, damit sich im Außen etwas formt und bewegt. Und damit es dann auch in der eigenen Welt Realität werden kann. Du meinst die Macht unserer Hände, oder? Das ist jedenfalls die Kraft, deren Wirkung ich täglich beobachten kann. Die Kraft, durch die sich die Welt immer genau um das ändert, was wir gerade tun. Fällen wir einen Baum, ist er danach weg. Pflanzen wir einen, ist er da, bis er wieder durch unsere Hände fällt. Oder eben durch den Wind oder eine andere Naturkraft. Was aber letztendlich dasselbe ist, weil wir auf dem Level, auf dem das alles passiert, ja eins mit all diesen Naturgewalten sind. Eben die Natur, zu der wir nun mal dazugehören, ob wir das jetzt so sehen wollen oder nicht. Es wäre dämlich, von etwas anderem auszugehen, weil uns das am Ende nicht nur in unseren Taten und Denkweisen, sondern vor allem von allem um uns herum trennen würde. Du weißt, was ich meine, oder? Jedenfalls scheinen sich viele auch schon gegen die Kraft ihrer eigenen Hände gestellt zu haben, wenn man bedenkt, wie wenige in vollem Umfang die Verantwortung für das, was ihre Hände tun, zu übernehmen bereit sind. Das passiert eben, wenn man gehorcht und die eigenen Hände nicht mehr tun, was man selbst gern mit ihnen machen würde, sondern eben das, was wir von anderen gesagt bekommen. Ist das nicht hirnrissig? Ist das das, was du meinst? Nein, sagt sie lächelnd, nicht direkt. Aber das, was du eben sagtest, ist, denke ich, die Basis von dem, was ich meine. Ich finde es auch eine schöne Formulierung,
diesem Tun die Worte die Macht der Hände zu verleihen. Deutlicher kann es gar nicht gesagt werden, wenn etwas auf materieller Ebene gemacht wird. Und nahezu alles, was ein Mensch auf materieller Ebene tut, tut er mit seinen Händen. Dieser Gedanke von dir ist der erste Schritt, um bewusste Handlungen auszuführen, eben auf materieller Ebene. Wir haben jedoch noch die geistige Ebene. Alle Wesen haben die und von dort kommt der Ursprung aller Handlungen. Denn alle Handlungen müssen zuvor ein Gedanke sein, egal ob dieser bewusst oder unbewusst stattfindet. Der nächste Schritt ist daher, bewusst die eigenen Gedanken zu beobachten, welche anschließend zu Handlungen werden. Also raus aus dem ohnmächtigen, unbewussten Dasein und rein ins bewusste Sein. Wenn die Menschen wieder in diesem bewussten Sein angekommen sind, dann können sie ihre wahre innere Kraft wieder aktivieren. Beziehungsweise wird das von allein geschehen, denn sie beginnen ja nach ihrem inneren Empfinden zu handeln und nicht mehr nach äußeren Anweisungen oder nach Gruppenzwang. Deswegen sind Heimwerkerläden so wichtig. Wieso? Weil man dort in seinem Sein drin ist, dort kreiert man. Ja, so okay. Werkstätten. Ja, das ist zwar andere, es ist zwar ein anderes Genre, aber es ist trotzdem Kreation. Ja, Meister Eder. Ne? Ja, genau, ja. Genau. Diese Meister Eder-Mentalität. Das ist Sie sind dann wieder bewusst im Hier und Jetzt angekommen und benutzen ihre Fähigkeit, selbst bewusst zu denken und ihrer Denkweise entsprechend zu handeln. Und da kommt diese Schöpfungskraft oder Sexualkraft, von der ich vorhin sprach, ins Spiel des bewussten Lebens. Kannst du dich erinnern? Fragt sie mich und ich antworte mit einem klaren Ja. Sie spricht weiter. In einer rein feinstofflichen Dimension ist alles manifestierbar. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Wir haben hier fast gar keine Grenzen. Und das einfach, weil man daran denkt, dass es sich in Gedanken zurechtformt. In einer Dimension mit Materie ist es ein wenig kraftaufwendiger, weil die Energie viel mehr gebündelt werden muss. Materie ist nämlich extrem gebündelte Energie und durch den Magnetismus fühlbar sowie durch Lichtreflexion sichtbar. Wie logisch sie das erklärt. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt noch an Input kommt. Was für ein Geschenk, dass ich hier gerade sitzen und hier lauschen darf. Halt mal das Wort. Und diese Materie formt sich durch eure Gedanken und anschließend durch eure Hände, so wie du es vorhin gesagt hast. Das Problem in eurer Welt ist, dass euch in erster Linie das komplette Wissen über eure Gedanken und ihrer Macht genommen wurde. Also das Wissen darüber, dass euer Gehirn eure Welt kreiert. Und anschließend ist dann natürlich das Problem, dass ihr von Kind auf daran trainiert werdet, äußeren Anweisungen zu folgen, die sagen, was eure Hände zu tun haben. Sei es in Form von Hausaufgaben oder später in Form von Jobanweisungen oder anderen Befehlen. Ihr kommt ganz lange nicht auf die Idee, selbst darüber nachzudenken, was eure Hände noch machen könnten. Heute Moment. Beziehungsweise, was sie gern machen würden. Manchmal wisst ihr, was sie gerne machen würden, aber ihr habt keine Zeit dafür, weil ihr damit beschäftigt seid, den äußeren Anwendungen zu Anweisungen zu folgen. Diese äußeren Anweisungen bzw. denen Folge zu leisten, bringen euch folgend im Erwachsenenalter meist auch Geld, womit ihr dann eure Manifestationen kaufen könnt. Das ist ein weiterer Punkt, den sie euch vermittelt haben. Ihr müsst zuvor Leistung erbringen, um euch dann was kaufen zu können. Ohne Leistung keine Materie. Wir hier finden das auch als Irrsinn. Vielleicht erzähle ich dir später noch ein wenig mehr darüber. Doch kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Leider ist es oft so, dass eure Hände die äußeren Anweisungen gar nicht mögen und dann die Tätigkeit unter einem innerlichen Druck ausgeführt werden. Dieser innerliche Druck kommt auch aus den Gedanken, nämlich aus eher schlechten Gedanken über euer Leben. Und da sich alle Gedanken in der Materie manifestieren, tun es auch diese, nur leider im Körper. Folglich entstehen oft Schmerzen oder sogar Krankheiten. Hättet ihr dieselbe Energie anders und bewusst eurer Freude entsprechend eingesetzt, hätte sie sich anders manifestiert. Denn alles formt sich über die Gedanken, dessen Kraft die Schöpfungsenergie ist, die ihr leider komplett vergessen habt. Besser gesagt, sie haben sie euch bewusst vergessen lassen, dass diese Kraft existiert. Denn wüsstet ihr davon, dann könntet ihr sie auch nutzen. Ich habe da kein Wort von Jesus zugeschrieben.
Und dass das genau dasselbe ist, was Jesus immer gesagt hat. Dein Glaube hat dich geheilt, derselbe, der dich vorher krank gemacht hat. Doch, bist du Jesus? Nee, ich bin der Bruder. Okay. Der Bruder. Ich bin ein Bruder. Nicht, dass du da mal irgendwie was verheimlichst. Und einer von seinen Brüdern. Okay, cool. Ja, es ist ja... Ich kann das durch... Ich muss das jetzt einige Male weiterempfehlen, das Werk. Weil ich das alles so unterschreiben kann, wie es da steht, wie es dort vorgelesen wurde. Und noch dazu ein Leser. Darf ich mal auf Ausdrücken schauen, ja? Ja, schon was. Also ich kann mir das richtig cool mit deiner Stimme vorstellen, so als Hörspiel.